Hallo Zwilling, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena, Zwilling. Kommende Woche, was ist los? 24. bis 30. Wenn du bereit bist, natürlich auch Dinge anzunehmen. Ne? Wow, es geht mal wieder um die Femininität, um die Weiblichkeit. Es geht vor allen Dingen auch um die Mütter, ja, um die Freundinnen. Alles, was mit weiblichen Energien zu tun hat, um die Sinnlichkeit auch in dir leben zu lassen, egal ob du Mann oder Frau bist. Kommende Woche heißt es für viele Zwillinge, nimm das Regiment wieder in die Hand, traue dich nach vorne zu blicken. Ja? Eine Herausforderung mit einer Frau wird wichtig sein, eine Therapeutin, eine Heilerin, eine Kartenlegerin vielleicht auch, wird von Bedeutung sein können. Aber hier geht es auch darum, dass eine Versuchung an deine Türe klopfen wird, die vielleicht vom gleichen Geschlecht ist, muss nicht sein, okay? Aber kommende Woche heißt es, in der Liebe ein neuer, nährbarer Boden. Für die Menschen, die Liebe öffnen, sich der Liebe öffnen, ja? Die Liebe kommt kleines Schrittes in dein Leben, aber auch großen Schrittes, weil es kommt darauf an, welche Energie du von Zwilling gerade bist. Für diese Zwillinge, die keinen Bock auf Liebe haben, es geht sich nicht um die Liebe bei dir als festen Partner. Es geht sich um die Selbstliebe, um die Befreiung, um die Beflügelung, ja, um die Anerkennung, um die Wertschätzung, um die Befreiung. In der Gesundheit haben wir Fortschritte. Wir haben Reha-Therapien, ja, Untersuchungen, wir haben Operationen, wir haben Heilungsprozesse, wir haben Befreiungen. Alles wird gut werden in der Gesundheit oder sich verbessern. Finanzen, Papiere, Dokumente, ja, du hast es vielleicht mit einer Frau zu tun oder du bist weiblich, okay, du bist eine Frau und hast irgendwas Papiertechnisches zu unterschreiben, um jemand anderen zu helfen oder wie auch immer, es ist Latte egal, okay. Fakt ist einfach, Zwilling, in den Finanzen, im Beruf gibt es etwas Ordnung reinzubringen für die einen oder anderen. In der Regel haben wir aber viele Zwillinge, die kommende Woche wieder etwas bekommen, finanzieller Natur, beruflicher Natur, kommt auch wieder Ruhe rein. Fakt ist einfach nur, manche Wege können bis Mitte der Woche gesperrt sein, weil einige Zwillinge noch nicht ganz im Flow sind, zuzulassen, ja, was wichtig und wertvoll ist. Das heißt, Schwangerschaften, Geburten, Projekte, Selbstständigkeiten, ja, raus aus Homeoffice ist gegeben. Papiere, Dokumente wird abhängig sein von einer weiblichen Energie oder halt auch von dir. Ja, aber es kommt auch wieder bis Ende der Woche in guten Flow. Gesundheitlich mache ich mir keine Gedanken. Die Aufforderung ist, Zwilling, deine Energien kommen in Fahrt. Eine kleine Prüfung steht kommende Woche auch an, wo es darum geht, wie viel vertraust du, wie sehr vertraust du und wie sehr bist du bereit, auch Klarheit in eine Situation zuzulassen. Aber es wird eine mega tolle Woche, obwohl du manchmal echt denkst, das Handtuch schmeißen zu wollen, obwohl du manchmal denkst, Alter, ich kann gar nicht mehr. Ab nach vorne, Zwilling, es wird sich alles zu deinem Gunsten regeln, auch wenn es mit ein paar Herausforderungen zu tun hat. Ich wünsche dir alles Liebe und wir hören uns. Bye!